Ja, hallo zusammen. Bei mir ist es ja schon etwas länger her, aber ich war ja mit der Steffi, der Kanal von Inkas Welt, zum ersten Mal gemeinsam einkaufen bei Action. Und es hat total viel Spaß gemacht, weil man mit jemandem shoppen war, der ja auch so gerne da einkaufen geht. Das andere Seite hat die mit Mann und Familie. Und ich zeige euch das mal kurz, was ich hier geshoppt habe. Ich habe nicht viel Zeit, nicht viel Platz auf meiner Speicherkarte, deswegen muss es ein bisschen zügiger gehen. Ich hoffe, ich kriege das alles hin. Und ja, die Steffi hat schon ihren Haul hochgeladen. Kanal, Link unten in der Infobox, wenn du Lust hast. Und jetzt geht's los. In der Geschenkabteilung habe ich hier die hier gekauft. Ja, ich habe schon zwei weggeschnitten, weil ich das schon so benutzt habe. Und ja, die sind noch da. Die kommen in meine Geschenkbox rein, wo ich meine Geschenke verpacke. Oder vielleicht verbastle ich das auch, weil ich finde, das ist eine super Größe für eine Explosionenbox oder so. Mal schauen. Also entweder ab in die Kiste, wo meine Geschenksachen sind, oder bei mir. So. Dann habe ich die hier gekauft. Die sind so, so, so lecker. Dann habe ich Foam Tape. Den finde ich ganz gut. Den lege ich ganz häufig doppelt und dann passt es auch. Ja, und ich habe keinen mehr auf Rolle, sondern nur noch einzelne Kreise. Dann habe ich von diesen Chipboard-Stickern mir den hier mitgenommen. Den finde ich total schön. Der ist so holo. Und ich würde es, glaube ich, nie so alleine aufkleben. Auch das ist ein Project Live, weil dann würde ich ein bisschen Kleber drunter packen. Ich glaube nicht, dass die Kleber drauf so gut ist. Hier ist auch ein bisschen einige, ein wenig unsauber. Aber es könnte auch durch mich kommen. Ja, die fand ich sehr, sehr hübsch, die Sticker. So. Dann habe ich hier noch Wasserbomben. Ne? Die Gartenzeit beginnt ja wieder und mein Kind liebt die ja total. Kommt auch in eine separate Kiste. So, dann habe ich hier diese Coconut Rice Bar gekauft. Die sind wirklich super, super lecker. Kann ich nur empfehlen. Nicht besonders viel Kalorien und die kaufe ich ganz häufig, aber nur die. Die anderen habe ich noch nie probiert. So, dann noch ein bisschen mehr Naschi-Kram. Es kommt alles dann in die Naschi-Kiste. Dann habe ich mir diese Twin-Marker gekauft. Ja, und zwar seht ihr das? Skin White. Das ist voll cool, oder? Ich hoffe mir, dass es ja, ein Hautton ist, der super ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen Töne, Food Pink und so, vielleicht so für Wangen oder oder allgemein für Blumen ausmalen gut geeignet sind. Ich glaube, wenn nicht, ich habe jetzt nicht so viele Twin-Marker, aber ich glaube, dass ich da schon sehe, dass ich glaube ich die vier habe. Oder? Nee, habe ich doch nicht. Doch, habe ich die vier, habe ich schon doppelt. Aber ansonsten, so auf den ersten Blick würde ich sagen, habe ich davon gar keine. Na doch, die 89, aber ist nicht so schlimm. Das ist ein sehr, 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 sehr schöner Rosaton. So, und ich kann mal kurz zeigen, wie ich sie aufbewahre. Haben wir noch Zeit? Ja. Wartet mal, ich mache euch mal ab. Und zwar, ups, da hinten. Da unten sind noch meine Washi-Tapes, aber vielleicht werden sie auch mal weichen. Und dann, ja, Platz habe ich ja noch. Aber zu viele darf ich auch nicht besitzen, wie ich gerade sehe. Dann müsste ich mir was Neues einfallen lassen. So, weiter geht's. Gut, ich habe mich selbst rausgeschmissen. Okay. Dann habe ich ja einmal Karten gekauft. Ich glaube, also das haben wir uns beide geholt. Die sind echt schön. Also dieser Rosaton ist voll hübsch. Und manchmal, ja, schneide ich sie mir einfach auch durch und benutze das Kartenaufleger auf eine andere Karte. Es muss nicht so komplett als Karte benutzt werden. Also ich finde es einfach nur sehr, sehr hübsch. Und dann habe ich mir noch solche Umschläge gekauft, weil ich finde, man kann da super die Adresse draufschreiben und man ist gerade. Ich schreibe ja auf so Blankoseiten immer sehr, sehr schief. Genau, das schon mal. Dann habe ich noch diese Hand and Face Wipes. Die sind zwar ganz schön parfümiert, aber so für unterwegs oder mal am Küchentisch mal das Gesichtchen und die Hände wegzuwischen, ist okay. So. Dann, ja, doppelseitiges Klebeband. Für Karten finde ich den vollkommen okay. Dann habe ich mir noch diese Töne hier gekauft. Weiß ich jetzt gar nicht warum. Die 17 habe ich schon, die 18 nicht und die 28 habe ich auch.
Okay, aber nicht so schlimm. Man kann ja mit jemandem tauschen, der vielleicht auch ein paar Doppelte hat. Das ist jetzt, glaube ich, kein Weltuntergang. Jawohl. Und diese großen Pullen haben 1,99 € gekostet, das weiß ich noch. Und ich liebe ja frische, grüne Teegeruch. Und ja, Garnier, da gab es schon mal irgendeine Sorte mit Zitrone. Das habe ich gefeiert, bis zum geht nicht mehr. Gibt es aber nicht mehr. Und das riecht auch ganz, ganz toll. Ja, habe ich zwei Stück. 800 Milliliter insgesamt. Wenn ich nochmal da bin, würde ich mir das, glaube ich, nochmal holen. Aber so ist es natürlich auch ein bisschen schwer zu schleppen. So. Ein Artikel. Dann habe ich mir diese wunderhübschen Brides gekauft. Die finde ich ja so zauberhaft. Vor allen Dingen dieses Kupfer-Rosé-Farbene und Gold und Schwarz. Und ich benutze sie auch ganz gerne einfach so auf einer Karte. Einfach ein Loch reinpieken, reinstecken hinten rum und dann raufkleben. Ja, total tollen Effekt. Und den habe ich mir auch nochmal so gekauft. Ich weiß nicht, wie viele Sorten es davon gibt. Aber das ist definitiv mein Favorit. So, dann habe ich mir noch Batterien gekauft. Dann für Päckchen verschicken nochmal dieses Tissot Paper. Das finde ich ganz toll. Davon habe ich schon ein paar, zwei glaube ich, gekauft gehabt. Also unterschiedlich, jetzt nicht nochmal das gleiche. Dann für meinen Sohn habe ich so einen Kakaoofen gekauft. Und auch für meinen Sohn Klebestifte für seine Schule. Brauchte ja auch immer. Ich hoffe, dass die von Pelikan, oh, sind die von Pelikan? Ja, Pelikan, genau, gut sind, denn ich habe mal schon mal welche geholt, die haben null geklebt. Und zum Schluss habe ich noch so eine Kerzen gekauft. Ich habe auf Balkon so eine von Ikea, so eine Windlichter und diese Größe passt da genau rein. Aber die riechen ganz gut, vielleicht mache ich sie auch in der Wohnung einmal schauen. Ja, und das war's dann auch schon. Ich habe auch ein bisschen Zeit, vielleicht irgendwas Interessantes zu sagen. Chipboard-Sticker kosten 60 Cent. Ach so, die hier kosten 3,95 € Mika-Pinsel. Das ist schon meine zweite Packung. Ich habe schon mal welche gekauft. Oh ne, das ist von AliExpress. Moment, wo sind die denn? Nee, doch, das ist der. Der ist von AliExpress, oder? Ja, der ist von Ali, genau, der ist ja deutlich kleiner. Und damit verblende ich meine Oxide. Das funktioniert so, so leicht. Aber das habt ihr vielleicht auch in einigen Holz- oder Videos schon gesehen. Aktuell machen das ja viele damit. Und ich kann mich da nur anschließen. Das funktioniert so super damit. Und ich wollte unbedingt mal ja, zwei große haben. Und was ich damit machen soll, weiß ich auch nicht. Der ist ja genauso groß wie der da. Naja, nicht ganz. Also für kleinere Sachen, die man einfärben möchte. Genau. So, noch irgendwas an interessanten Preisen, was wichtig wäre vielleicht? Wir waren ja in zwei unterschiedlichen Filialen. Ja, naja, hat den Actionpreis erkennt man ja auch. Viele Mädels ja, blenden auch den Preis ein. Also insgesamt habe ich irgendwie 30 € ausgegeben. Ja, mir fällt jetzt nicht ein, welcher Preis für euch interessant sein könnte. Ja, also die kann ich empfehlen, die finde ich super. Klebestifte, weiß ich noch nicht, Tissot Paper. Ja, also war ein schöner Haul und ja, ich freue mich, wenn wir das nochmal machen. Vielen Dank fürs Zusehen und noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!